Der Kuala Lumpur City Center Park ist ein Stadtpark im Stadtzentrum von Kuala Lumpur. Der Park wurde entworfen, um den Petronas Twin Towers und den umliegenden Gebieten viel Grün zu bieten. Der Park wurde von Roberto Burle Marx entworfen. Es soll die letzte Arbeit des brasilianischen Architekten gewesen sein. Der Park wurde entworfen, um ein Erbe des tropischen Grüns zu präsentieren, indem er die Schöpfung des Menschen mit der Natur integriert. Naturschutz und biologische Vielfalt waren ein wesentlicher Einfluss auf die Entstehung des Parks. Rund 1.900 einheimische Bäume und 66 Palmenarten wurden im Park gepflanzt, um die biologische Vielfalt zu fördern. Die Bäume wurden bewusst ausgewählt, um Einheimische und Zugvögel anzulocken. Ein von Menschenhand gebauter See wurde in der Mitte des Parks mit einem 18 Meter hohen Wasserbrunnen gebaut. Eine 4,3 Meter hohe Brücke, die sich über den See erstreckt, bietet einen Blick auf den Park und die Zwillingstürme. Verschiedene Wasserfälle, Brunnen, Kaskaden und reflektierende Pools sind rund um den Park verstreut.